Herrn Jesus Christus sozusagen lebt, richtig? Ja. Das Alte muss absterben, das Neue muss geboren werden. Ja, ich habe mich vor 5 Monaten bekehrt und Buße getan. Ja, hast du dich wieder super, dann ist doch gut für dich. Deswegen siehst du, der meinte ja, der war ja ehemaliger orthodox Amir. Der sagte, ich habe das, die Bibel, ich habe die Bibel dann richtig studiert und auf einmal, ne, hat der Heilige Geist ihm die Augen geöffnet. Ah, okay, alles klar, ja, Hammer. Aber ja, kannst du mir sagen, an welcher Stelle der Bibel du auf einmal, also deine Augen geöffnet wurden? Ja, also als ich mich bekehrt habe, habe ich angefangen, weil ich bin ein Orthodox, also als Orthodox geboren. Da habe ich mir gedacht, ja, ich gehe jeden Tag in die Kirche, ne, Jesus zu ehren. Ich war in die Kirche, aber die haben angefangen, sich Heilige zu beten auf einmal, Maria und sowas. Da dachte ich mir, okay, wo steht das in die Bibel? Da habe ich die alles gelesen, die vielen Evangelien und so weiter. Und da steht nirgendwo. Die Briefe. Also, ach so, du bist nicht als Orthodoxer geboren. Doch, doch. Als Orthodox geboren. Also, aber ich war noch nie so in die Glaube, so richtig. Ne? Ich habe mich jetzt vor 5 Monaten bekehrt. Und ich habe angefangen, jeden Tag in die Kirche zu gehen, in die Orthodox Kirche. Aber da habe ich gesehen, stimmt doch da irgendwas nicht, ne, da was die machen. Anhand der Bibel. Wenn man das überprüft. Weil diese heilige Fürbitten und sowas, unbiblisch. Maria, Babytaufe. Ikonen, los. Ja. Ja, sehr gut. Danke dem Herrn, dass er dir die Augen geöffnet hat. Das ist sehr schön. Es freut mich auch, dass auch mal, ne, aus dem Orthodoxentum oder aus, egal aus welchen Denominationen, Leute kommen und sagen, jetzt habe ich mich bekehrt, ich bin wiedergeboren. Und dann verstehst du das auch, was wir auch hier mit die ganze Zeit sagen, ne, zu den Orthodoxen. Weil wenn ein Orthodoxer nicht bekehrt ist, der versteht das nicht. Ja, aber ich hatte auch sehr viel Diskussion mit Orthodoxen und die sagen sofort, ja, wenn ich an die Kirche glaube, wird nicht gerettet werden. Ne? Auch. Das ist auch. Ja, das ist alles nicht biblisch und alles falsch. Ne? Also die Kirche Dingens ist heilsrelevant. Außerdem spricht der Herr Jesus auch nie von Kirche, sondern Gemeinde. Die erste Gemeinde, Jerusalemer Gemeinde eben, war ja keine Kirche, wo die Leute so Marienstatuen aufgestellt hatten. Das war ein Ort von irgendeinem Gläubigen, wo die Leute zusammen versammelt hatten. Das waren Gemeinden, keine Kirchen. Die Gemeinde Gottes, meinte Herr Jesus, meine Gemeinde. Aber nicht Kirchentum, also Kirchen und so weiter sind da erst in späteren Jahrhunderten erst entstanden. Es gab keine Kirchen am Anfang. Apostel Petrus und die ganzen Gläubigen haben sich doch nicht in eine katholische Kirche versammelt. Ja. Und was ich auch finde, die sagen immer, nur durch die Taufe bekommen die Heilige Geist, obwohl das nicht stimmt. Epheser 1, Vers 13 sagt Paulus ganz klar, wenn wir gläubig geworden sind, dann sind wir versiegelt mit Heiligen Geist. Also ohne die Taufe bekommen wir den Heiligen Geist. Bei deiner Bekehrung wirst du mit dem Heiligen Geist versiegelt. Genau. Aber bei Orthodox ist es so, aber nicht Wasser, diese Wasser auf dem Kopf bei einem Baby. Da bekommst du gar nichts. Was bekommt ein Baby? Genau. Gar nichts. Du siehst ja, dass 80 Millionen Leute mit als Babys getauft worden sind. Das sind alle als Atheisten. Ja, Jesus sagt selber, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wir sollen ein Baby glauben. Wir sollen ein Baby glauben. Wer glaubt, wer glaubt. Genau. Das heißt, Taufe ist nach dem Glauben. Deswegen sagte ja Philippus in Apostelgeschichte, wo der den Kämmerer von Äthiopien dann halt tauft, dann sagte er, glaubst du das, was du da liest? Und er sagt, ja, ich glaube. Und dann sagt er, ja, was brauchst du dann noch, um dich taufen zu lassen? Komm, da ist Wasser, ich taufe dich. Erst Glaube und dann Taufe. Genau so ist es. Aber die taufen die Babys einfach. Das ist Traditionschristentum. Leider. Ja. Leider Gottes werden die ganzen Leute verloren gehen. Leider Gottes. Das ist Religiosität. Und Religiosität rettet nicht. Es braucht eine echte Bekehrung zum Herrn Jesus Christus und dem Empfangen des Heiligen Geistes bei der Wiedergeburt. Nach Römer 8, wenn der Herr sagt, also das Wort Gottes sagt, wer Christi Geist, also den Heiligen Geist nicht hat, damit versiegelt ist, ist nicht seins. Egal, was du da tust, wenn du nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt bist, gehörst du nicht zu Jesus Christus. Und dann kannst du religiös sein, von morgens bis abends fromm sein, was weiß ich was. Es nützt nichts, du gehst verloren. Ja, was bei mir Endlevel war bei Otto's Kirche, ich wollte mir ein Kreuz kaufen und da war Jesus auf dem Kreuz, der Weg gekreuzigt worden ist und über den Kopf ist Vater abgebildet. Das war Endlevel für mich. Woher wissen Sie, wie der Vater aussieht, wenn wir ehrlich sind? Ja, die wir wissen nicht mal, wie Jesus aussieht. Ja, die machen Abbilder. Johannes 5? Ja, das ist das nächste Problem, diese ganzen Abbilder, die machen.
Ja, und wir wissen ja, wer hinter Götzen steckt, ne? Hinter Götzenverehrung, leider. Wir wissen, wer das ins Leben gerufen hat, Götzenverehrung. Ja, Und das genau. ist eben nicht Gott, sondern eben jemand anders. 1. Johannes Kapitel 5, der letzte Vers. Kinder, hütet euch vor den Götzen, vor den Abbildern. Amen. Ja. Deswegen, ja, Aber sehr deswegen. schön, das freut mich sehr. Es freut mich sehr, dass da jemand auch eben, ne, vom Orthodoxie zum Herrn Jesus gefunden hat, zum wahren Glauben, zur Wiedergeburt Ja, Jesu. ich wollte noch mehr rein in den Orthodoxen, ne? Also richtig orthodox werden, aber dann habe ich gemerkt, weil die Bibel sagt, Offenbarung, letztes Kapitel, dass wir keine anderen Bücher hinzufügen müssen, außer das letzte Buch von Bibel Offenbarung. Genau. Aber Orthodox haben noch 14. Weitere Bücher, ja, die haben ja die Apokryphen etc. pp. Ja, leider. Ja, genau. Ja, und wir wissen ja, dass die Apokryphen nicht vom Heiligen Geist inspiriert sind. So einfach ist das. Ja, mein Lieber, sehr schön, hat mich sehr gefreut. Versuch auch Ja, anderen Gott segne euch Orthodoxen dann. dann Ja, halt segne zu euch. helfen. Danke, versuch den anderen Orthodoxen auch zu helfen, zur Wiedergeburt zu gelangen. Ich auch. Ich. Sehr schön, Dann Gott der Herr segne. segne euch, eure Familien, ne? Danke, Passt auf euch danke. Dich auf auch. und Gott segne. Mach's gut, Gott segne dich. Ciao, ciao. Ich auch. Amen. Ja, wunderbar, wunderbar. Sehr schön. Ja, das ist eben, der Abu Hetzer ist, das ist seine Aufgabe auf dieser Welt. Hi, Gott Ich segne dich wünsche und Ihnen deine sehr viel. Familie. Ja, Assalamu alaikum. Wie geht's? Aleikum assalam. Ganz gut, ja. Ja, gut. Ja, ihr habt was gegen wohlgeformte Busen, habe ich gemerkt. Ihr wollt so ein Ja, mir, bisschen der ist neidisch. Hängebrüste steht hier anscheinend jetzt bei Brüder ab. Nicht so euer Dinge. Ja, Üppig sind die Fahne. nicht wohlgeformt. Sind prächtig und wohlgeformt. Ne? Ja, Unglaublich, was der Allah wohlgeformt, da nur macht. wohlgeformt, okay. Ja, bei einem guten Arzt auf der Königsallee Ja, siehst du, da brauchen geformt. die Frauen keine OPs. Merkst du was? Bei Stell dem besten dir mal Arzt. vor, ein Typ hat hier auf der Dunja hat er keine Frau abgekriegt. Wenigstens kriegt er da eine Frau ab. Weißt Ja, und dann nicht nur eine. du mal? Ja, siehst du, Feier merkst du was? nicht direkt. Merkst du was? Was Ja. gibt's denn, was gibt's denn bei 4000, euch im Himmel? 4000 Frauen. Ja, was Der gibt's denn? Mohammed sagt, 4000 Frauen. Ja, jetzt übertreibst du mal wieder. 4000. Ja, Das hast du richtig, selbst, 4000. selber erfunden, gerade mit diesen 4000 Frauen. Aber was gibt es bei Lass euch im mich Himmel? zeigen. Uno momentos, por favores. Ja, wo holst du das jetzt schon wieder raus? Ja, Das Dr. kommt mir Scherer, alles so wollen wir nicht spanisch mal vor. vorbereiten? Das kommt mir spanisch vor, was der Amir da macht. Ja, das kommt mir auch sehr spanisch vor. Der hat da, glaube ich, seine eigene Bibel aufgeschrieben. Hey, kennt ihr den Film 300? Kennt ihr den Film Ja, wer ist 300? denn, wer ist denn da dieser Führer der 300, Ja, der eine. warte mal, Ja, jetzt, da schneiden die Perser schlecht ab. Ne? Also, aber das ist aber ist ja auch Propaganda, egal. nein. Aber ist ja auch egal. Aber du siehst doch dieser Xerxes oder wie der heißt, ne? Hast du Der seine sieht Hand als Gott gesehen? aus. Der war so, seine Hand war so groß wie der König, dieser König, ganze Körper. Ja, aber der gibt sich ja als Gott aus, dieser Xerxes. Ne? Ja, natürlich. Und Ja, am Ende wirft Satan. dieser, keine Ahnung, wie der heißt, der wirft doch, am Ende wirft er doch diesen Dings, diesen, nicht Speer. Pfeil, sondern was weiß ich, keine Ahnung, der wirft er irgendwas nach dem. Und dann blutet der und dann sagt er, Gott blutet nicht. Das war eine Anspielung auf Jesus. Ja, das ist ja eben dieser Führer der 300. Wie hieß der nochmal, der König? Xerxes. Leonidas, der Löwe. Nein, Leonidas. Leon ist der Löwe. ja. Genau. Und Leon Löwe ist ein Bild des Herrn Jesus auf Offenbarung 5, der Löwe aus dem Stamm Juda. Das ist ein Titel des Herrn Jesus. Und der Mann heißt ja Löwe. Das heißt, das ist Jesus Christus wieder verschlüsselt im Film, der sich gegen das Böse, der das Böse Ja, bekämpft und verraten dann wird. ihr habt das dann falsch verstanden. Es war genau Ja, und du siehst umgekehrt. ja, dass er auch Es einen. war genau umgekehrt gemeint. Warte mal ganz kurz, ich muss das mal vorlesen. Jeder Mann im Paradies wird mit 500 Hulis verheiratet sein und täglich insgesamt 4000 Frauen entjungfern.
Und Atabarani zufolge würden durch einen Mann täglich 100 Jungfrauen ihre Jungfräulichkeit verlieren. Wo finden wir das? In Fathul Bari von Imam Ibn Hajar al-Asqalani auf der Seite 374. Ja, da kann doch jeder was hinschreiben. wo du irgendwelche Sachen rausholst, ja, weißt du. Nee, das sind schon die Gelehrten des Islams. Okay. Das sind ist die Gelehrten okay. des Islams. Man kann sie auch richtig übertreiben. Guck mal, das sucht er ja, nach. Was soll das machen? Das ist deinen eigenen Koran, das ist anscheinend, so wie es aussieht. Ja, guck mal, nein, dein Bruder hat das falsch verstanden, das Ganze. Guck mal. Damit wird gemeint, dass Jesus geblutet hat und Gott blutet nicht. Du hast das genau umgekehrt verstanden. Der Leonidas. Gott blutet nicht. War nicht Jesus. Verstehst du? Mein Bruder hat dir gesagt, in seiner menschlichen Form. In seiner menschlichen Form natürlich kann Gott bluten. Apostelgeschichte haben wir das ja auch. Dass er uns mit seinem Blut errettet hat, richtig? Deshalb, wo ist diese Stelle nochmal in Apostelgeschichte? Kannst du mir das mal sagen? Guck mal, Hollywood ist sowieso. Warte mal, ich muss mal was reden. Weißt du? Und Hollywood ist immer gegen Jesus. Also, glaube ich, warum ist es so gemacht? Warum ist Hollywood? Ah, jetzt ist er runter. Warum ist Hollywood gegen Jesus und nicht gegen Buddha oder Allah? Warum? Lisa, wo waren aber die Stelle, wo er uns mit seinem teuren Blut erkauft hat, das auf Gott bezogen ist? Wo war das nochmal? Ich hab's ja, Apostelgeschichte 3? Ihr Lieben, wisst ihr das vielleicht? Ich weiß es nicht. Nein, da gibt's einen signifikanten Vers in der Apostelgeschichte, wo ganz genau gesagt wird, dass Gott uns mit seinem teuren Blut erkauft hat. Apostelgeschichte 6,4, sehr gut. Kann das mal bitte jemand hier reinposten? Geht das oder was? Könnt ihr mich hören? Sehr gut, Bale. Apostelgeschichte 6,4. Glaube ich nicht, Apostelgeschichte 6,4. Matthäus 26, 28. Nein, da gibt es einen sehr, sehr bezeichneten Vers, dass Gott uns mit seinem Blut erkauft hat. Wie kann das denn sein? Also muss der Herr Jesus Christus sein Blut vergossen haben, weil er Gott ist. Apostelgeschichte 20:28, jawohl, ich glaube, das ist es. Apostelgeschichte 20:28. Aha,
So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Absoluter Knallervers. Die Gott durch sein eigenes Blut erworben hat, Jesus ist Gott. Ihr werdet einen hohen Preis bezahlen, ihr die Gottheit des Herrn Jesus Christus leugnet. Ihr alle werdet einen hohen Preis bezahlen. Apostelgeschichte 17,11 auch. Einen sehr hohen Preis. Wo steht das? Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 28. Heftig, Halleluja. Hast du das gerade gehört, Jezza? Ja, das ist ein gewaltiger Vers. Der Gott, das ist so ein gewaltiger Vers. Er kauft dann, ja. Ich hatte das im Kopf gehabt, ich so, warte mal, das ist doch aus der Apostelgeschichte, wusste ich, aber ich kannte das aus Johannes 20, 28 und dann habe ich das natürlich damit immer assoziiert, mit Gott, Kostbare. Seinem Blut und alles mögliche, habe ich das, genau, aus Apostelgeschichte 20, 28, da war auch der Vers dann, da wurde der Jünger Thomas sich niederwarf und den Herrn Jesus Christus anbetete. Hi, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wie geht's dir? Ja, alles gut. Ja, danke dir, mein Lieber. Wie geht's dir? Alhamdulillah. Bruder, ich hab ein paar Fragen, ich habe auch nicht viel Zeit. Danke, dass du mich hier hochgenommen hast. Ja, gerne. Wer hat also nach eurem Glauben, wer hat Jesus gekreuzigt? Es waren die Römer unter der Leitung Pontius Pilatus. Okay. Aber warte, ich krieg gerade einen Anruf. So, ihr Lieben, könnt ihr mich hören? Ja, ich höre dich. Reza, okay. Ja, bitte. Vielleicht kannst du mir auch antworten. Also, die Römer haben Jesus gekreuzigt, ne? Ja. Und wer hat die Bibel geschrieben? Also, was meinst du? Altes oder Neues Testament? Also, das ist nur etwas, was du da. Was meinst du genau mit wer hat die Bibel geschrieben? Ja, wer hat die Bibel geschrieben? Ich habe letztes Mal so eine Dokumentation. Ja, das war ein Prophet Gottes. Zum Beispiel Prophet Jesaja. Prophet Moses, Prophet David, alle haben ihre Bücher geschrieben und das wurde zusammengefasst unter dem Neuen Testament. Ich hab so auch das sind auch alles prophetische Bücher. Von Aposteln, zum Beispiel vom Prophet Paul, vom Prophet Petrus. Achso, war Paulus ein Prophet? Ja, klar, er hat ja Prophezeiungen ausgegeben. Zum Beispiel in 2. Thessalonicher 2, in 1. Thessalonicher 4, mit der Entrückung der Gemeinde, der Antichrist, dass der Antichrist kommen wird, 2. Thessalonicher 2. Das sind alles Prophezeiungen. Kam er vor Jesus oder nach Jesus? Du bist ein bisschen zu leise, ich höre dich nur mal. Sorry, Bruder, kam Paulus vor Jesus oder nach Jesus? Gleichzeitig, der Paulus hatte den Herrn Jesus gesehen im Himmel. Der Herr Jesus hat ihn ja blind gemacht. Der war auf dem Weg nach Damaskus, der Paulus. Er wollte ja die Christen, weitere Christen verhaften lassen und verfolgen und töten lassen. Und plötzlich mitten auf dem Weg nach Damaskus erscheint ein unglaubliches Licht vom Himmel und macht den Paulus blind. Und Paulus fällt auf seine Knie und dann kommt die Stimme vom Himmel und redet mit Paulus und sagt, Saulus, so hieß der noch. Saulus, was suchst du? Genau, warum verfolgst du mich? Und Saulus sagt, mein Herr, wer bist du, dass ich dich verfolge? Und die Stimme im Himmel sagt, ich bin Jesus. Halleluja. Und also dann kommt die Kehrtwende mit Paulus. Also nachdem Jesus. Vom Christenverfolger? Wurde. Ja, nee. Ja, klar, nachdem, da ist schon der Herr Jesus schon längst in den Himmel aufgefahren. Okay. Auf seinem Thron sitzen als Gott. Das heißt, nach Jesus kamen dann noch andere Propheten auf die Welt. Ja, klar, natürlich.
natürlich. Weil schaut mal, ich habe gestern so eine Dokumentation gesehen, das Konzil von Nicea. Sagt euch das was? Ja, natürlich. Ja. Oh, jetzt kommt der doppelt drüber, ey. Da muss nochmal raus und kommt nochmal rein. Ich glaube, er hat irgendeinen Anruf bekommen oder sein Internet ist gerade schwach gewesen. Wenn er drin ist und Anfrage stellt, holt er nochmal hoch. Ja, der ist wieder da. Ja, jetzt bin ich wieder da. Guck mal, hast du einen Anruf bekommen oder was? Ja, ich habe gerade einen Anruf bekommen. Ja, siehst du, Rücklauf, ja. Weil schaut mal, ich habe gestern eine Dokumentation geguckt, das Konzil von Nicea. Ne? Da wurde 323 nach Christus, so nach Isa alaihi salam, wurde von Kaiser Konstantin, da hat er so ein Konzil gemacht und halt die Schriften, so wie sie wir heute kennen, geschrieben. Nein, das Konzil zu Nicea hatte die Aufgabe, eine ganz andere Aufgabe. Die Christen kamen zusammen und haben darüber geredet. Da kamen auf einmal Heretiker zusammen, die auf einmal die Gottheit des Herrn Jesus Christus geleugnet haben. Obwohl die frühen Christen an die Gottheit Trinität alles geglaubt haben. Und dann kamen auch die Arianer zusammen, die gesagt haben, nee, so und so ist das. Verstehst du? Und dann gab es diesen riesen Streit, weil diese neue Gruppierung da aufgetreten ist zu der damaligen Zeit. Okay, und Kaiser Konstantin hat... Da wurde dann festgesetzt, was richtig ist und was falsch ist. Genau, dann haben die Kirchenväter miteinander. Ja, genau, wurde Kanon. Festgelegt. Genau, da wurde festgesetzt, was richtig ist und was falsch ist. Genau. Und da habe ich mich gefragt, also, wenn die Römer diejenigen waren, die Jesus umgebracht haben und diejenigen sind, die dann entscheiden, was in die Bibel reinkommt und was rauskommt, das hat für mich halt wirklich keinen Sinn gemacht. Also. Deswegen wollte nein, ich nein, nein, der römische Kaiser hat. Nee, du hast das falsch verstanden. Okay. Ja, du hast es falsch verstanden. Der römische Kaiser Konstantin hat die Christenheit, die Priesterschaft, die ganze Christenheit zusammengerufen, um das Thema Gottheit und Menschheit Jesu Christus zu besprechen. Genau. Ist Jesus Christus dem Vater gleich oder ist er nicht Gott, sondern ein göttliches Unterwesen? Das stand zur Debatte, weil der Arius, der falsche Lehrer, eben diese Debatte losgetreten hatte, dass Christus nicht Gott sei. Das stand zur Debatte bei dem Konzil von Nicea. Und dann wurde festgestellt, nein, Christus, Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott von wahrer Ewigkeit Gott. Her. Und dem Vater Amen. Nicht unterstellt, sondern dem Vater, dem Wesen gleich. Das hat dann der Kaiser entschieden sozusagen. Und da wurden... Nein, das kann doch nicht wahr sein. Nein. Das wurde insgesamt entschieden. Okay, wurde insgesamt Die Christen haben sich dann entschieden, insgesamt, bei dieser ganzen Debatte. Da kamen die Christen zusammen. Weil ich gesehen habe, dass dann in der Zeit, wo... Dass der Herr Jesus doch Gott ist von Ewigkeit her. Genau, und danach wurden halt alle anderen, die noch an was anderes geglaubt haben, gejagt und umgebracht und die Schriften wurden verbrannt etc. Stimmt's? Oder habe ich da wieder was falsch verstanden? Das ist schon richtig. Leider hat sich die Christenheit dann auf eine falsche Fährte gegeben. Da kam das Papsttum und die Christenheit hat sich vermischt mit Welt und herrschen in der Welt. Und das darf die Gemeinde Jesu Christi nicht. Die Gemeinde Jesu Christi ist aus der Welt herausberufen. Wir haben mit der Welt nichts zu tun. Aber da hat eben der Satan, das Christentum verweltlicht, gemischt mit der Welt. Okay. Sodass das Christentum so geherrscht hat als Papst. Papsttum. Durch das Papsttum und die Obrigkeit. Und wir wissen ja nach Römer Kapitel 13, sagt das Wort Gottes, dass wir nicht zur Obrigkeit werden sollen. Genau, sondern wir müssen uns jeder Obrigkeit unterordnen. In jedem Staat, wo wir leben, ob das ein islamischer Staat ist oder ein atheistischer Staat, ist egal. Wir müssen uns dem Staat unterordnen. Außer, dass dieser Staat von uns verlangt, Dinge zu tun, die gegen Gottes Gebote gehen. Ja, genau. Aber sonst müssen wir uns dem Staat unterordnen, die Gesetze achten. Und keine Probleme machen in den Staat, wo wir leben. Ja, das ist klar. Das ist das Konzil von Nicea. Okay, weil da. Ja, und dann wurden natürlich auch falsche Bücher reingenommen. In der Dokumentation gestern haben die das etwas anders erklärt. Die haben erklärt, dass der Kaiser Konstantin da so ein Konzil aufgerufen hat und mehrere Priester zu sich geholt hat und halt dann entschieden hat, was in die Bibel rein und was raus soll. Und jeder. Er hat überhaupt nichts entschieden. Und jeder, der. Er hat überhaupt nichts entschieden.
Ja, ich sagte nur, was die halt gestern, was ich gesehen habe. Ja, ich weiß, es gibt ja einige Dokumentationen, die einfach einen Quatsch daher labern. Man muss Bücher lesen. Man muss einfach die geschichtlichen Bücher lesen. Und nicht einfach so eine Dokumentation da vertrauen. Die können ja alles Mögliche da reinbringen. Ich meine, da kann man es ja nicht nachvollziehen. Das war ja jetzt keine Dokumentation vom Christen, von Muslimen, sondern es war ja eine. Nee, ich weiß, von Atheisten, die das eventuell das Christentum ja hassen und eventuell dem Christentum ja schaden wollen. Von Christen, von Priestern, von etc., die das versucht haben zu erklären. Weißt du? Nein, wir hatten ja diese ganzen Abschriften der originalen Manuskripte. Zum Beispiel ein Römerbrief von Apostel Paulus. Der originale ist ja irgendwann mal abhanden gekommen. Aber die Menschen, die Christen, haben ja diese Briefe ja kopiert. Die haben das nachgeschrieben auf ein Pergament oder auf irgendwas und haben das dann verteilt. Okay, und diese Manuskripte sind ja da. Okay, verstehe. Und die wurden dann zusammengestellt. Die haben das dann zusammengetan und daraus den Kodex erstellt, den Kanon. Aber leider zum Beispiel bei dem Kanon sind auch die falschen gnostischen Schriften mit eingeflossen. Das sind falsche Evangelien, die eine gnostische Philosophie beinhalten. Diese gnostische Philosophie behauptet, dass man dass jeder Mensch durch eine höhere Erkenntnis selbst zu Gott werden kann. Wie Jesus Christus auch selbst durch eine höhere Erkenntnis sich selbst sozusagen vergöttlicht hat. Okay, dass verstehe. Er so zu einer Art Gott aufgestiegen ist. Und diese falschen Lehren sind in die sogenannten gnostischen Schriften drin. Wie zum noch Beispiel mal, das Thomas-Evangelium. Was hast du gerade gesagt? Jesus hat sich selbst zu Gott ernannt, oder wie? Nein, das sind diese falschen Evangelien, die aufgetaucht sind. Die sind gnostisch. Das ist eine falsche Lehre, dass jeder Mensch zu Gott werden kann. Ja, so wie Barnabas und etc. Das meinst du, ne? Genau. Aber das ist ein Beispiel. Diese ganzen falschen Evangelien, wie Thomas-Evangelium, Barnabas-Evangelium und wie die alle heißen, das sind Apokryphen, also falsche Bücher, die der Satan erfunden hat, um das Wort Gottes sozusagen so ein bisschen zu durchmischen. Und das war meine Frage eigentlich gewesen, weil in der Zeit von Isa a.s. bis 323 Konzil von Nicea gab es ja hunderte verschiedene Glaubens. Einer hat gesagt, Jesus ist dies, der andere hat gesagt, Jesus ist das. Und dann wurde halt dort dann festgesetzt, was richtig, was halt in die Evangelien rein soll und was halt nichts damit zu tun hat. Ne? Ja. Weil eben, es gibt immer noch falsche Leute unter den Christen, die zum Beispiel sagen, Jesus ist nicht Gott. Und diese Leute verwerfen wir Christen. Ja, okay, das sind falsche 50er. Weil ich kenne zum Beispiel auch jetzt, sind sehr gläubige Christen, sind Kroaten. Und die glauben, dass Jesus halt auch, die sagen halt auch Sohn Gottes. Aber die meinen halt nicht Sohn, die meinen halt auch so gesandtmäßig, weißt du? Ja, wenn die sagen, dass der Herr Jesus nicht Gott ist, dann sind die auch nicht Christen. Dann können das keine Christen sein. Ja. Dann sind das Traditionschristen. Dann sind das Traditionskatholiken oder was weiß ich was. Aber die sind nicht wahrhaftig errettet. Okay, also nur wer glaubt, dass Jesus vollkommen Gott ist, ist wahrhaftig errettet. Ja, die Bibel sagt das doch. Der Herr Jesus Christus sagt es selber. Der Herr Jesus Christus sagt ja selber. In Johannes 8, Vers 24, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Er sagt nichts anderes, als was Gott sich mit seinem Namen vorgestellt hat. Ja. Was hat der gesagt? Hat er gesagt, ich bin Gott? Wenn du mich ausreden lässt, kann ich dir erklären. Sorry, Armin. Also der Jesus Christus sagt in Johannes 8, Vers 24, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Und dieses Ich bin ist der Name Gottes aus dem Alten Testament. In Exodus Kapitel 3, Vers 14, zweite Buch Mose Kapitel 3, Vers 14, wo Gott sich durch den Dornenbusch Mose vorstellt. Und Gott, also der Mose, fragt dann Gott, wie soll ich dich denn meinem Volk vorstellen, wie heißt du? Und er sagte zu Mose, geh und sag den Kindern Israels, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Also war ich das der... bin, merkst du, dieser... Okay, das war der Name Gottes, so hat er sich vorgestellt. Der Jesus hat da... Jesus Christus hat durch den Dornbusch zu Mose gesprochen, richtig. Deswegen sagt er zu den Pharisäern, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Und im gleichnamigen Kapitel, ab Vers 58, Johannes 8, 58,
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht glaubt, dass ich vor Abraham wart, ehe Abraham wart, bin ich. Und da sind die Juden ja ausgeflippt. Du bist nicht mal 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Und da hat der Jesus Christus gesagt, Abraham hat meinen Tag gesehen. Und die Juden haben genau verstanden, welchen Titel er beansprucht zu sein. Ne? Dass er der Gott des Alten Testaments ist. Wahnsinn. Okay, und ich habe jetzt letztes Mal auch mit einem christlichen Kollegen geredet. Er hat halt gemeint, Jesus ist gekommen. Aber am Anfang wurde er wurde eigentlich nur entsandt für die verlorenen Schafe Israels. Ja, das ist deswegen, weil Gott mit den Heidenvölkern zunächst keinen Bund geschlossen hatte, sondern zuerst mit seinem Haus Israel. Genau. Die Heidenvölker Jesus haben ja... Jetzt. Und danach kam aber dann Paulus. Ja, genau, der hat es dann... Nein, warte, du springst zu weit nach vorne, mehrere Schritte. Okay. Die Bibel, du kannst nicht überspringen, du musst Schritt für Schritt bei Bibel vorgehen. Okay. Nein, der Herr Jesus wurde als Messias zum Volk Israel gesagt, weil die Heidenvölker, genau, die Juden haben ja den verheißenen Messias, nicht die Heidenvölker. Zum Beispiel, wenn du einen Japaner fragst, wann kommt denn dein Messias? Da würdest du sagen, was ist das denn? Ja, ich weiß. Was für Messias? Ich habe keinen... Aber die Israeliten, das ist das Fundament ihrer Religion, dass Messias kommen wird, ihr Messias. Das heißt also, Gott hat den Israeliten das Kommen des Messias versprochen. Und deswegen sagt der Herr Jesus, ich bin zuerst gekommen zum Hause Israel. Nur für die Hause Israel. Aber du siehst ja, dass die Frau mit dem Blutfluss auch zum Herrn Jesus Christus kommt und sagt, ja, ich gehöre zwar nicht zum Haus Israel, aber ich glaube an dich, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und der Herr Jesus sagt, dein Glaube hat dich errettet. Geh und deine Sünden zu bringen. Das heißt, jetzt kommen auch die Heidenvölker mit die Israel. Waren, ja. Genau, zusammen zum Herrn Jesus Christus, zum Gott der Bibel. Amen. Aber du hast recht. Amen. Zuerst sind die Verheißungen Gottes für sein Volk Israel gegeben. Genau. So habe ich das verstanden gehabt. Also so, das war die Diskussion zwischen mir und dem Kollegen, weißt du? Nicht Diskussion, ja, der hat es mir halt so erklärt. Und halt aber du musst diese theologischen Schritte verstehen. Okay, jetzt die allerwichtigste Frage, die ich habe. Ja. Ich habe mal letztes Mal so einen Vortrag gehört, da habe ich gehört, der Jesus, das steht auch in der Bibel, ich weiß nicht, Matthäus irgendwas oder Lukas, weiß ich nicht, tut mir leid, ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen. Ja. Aber ja. Dass ja, Matthäus irgendwas. Dass Jesus, a.s.w., sich zwei Schritte weitergegangen sind und hat sich niedergeworfen. Zu seinem Angesicht und hat zum Vater gebetet, ne? Genau. Was hast du jetzt für eine Frage? Ja, das ist halt, weil Also hat er zu sich selber gebetet? Oder er ist als Mensch. Als Mensch. Ja. Ja, weil er Mensch wurde, hat er wieder uns gezeigt, wie ein vollkommener Mensch mit Gott in Beziehung ist. Er hat uns als Mensch gezeigt, wie wir als Menschen ein wahrer Mensch, ein vollkommener Mensch sein sollen. Das hat er uns gezeigt, wie ein vollkommener, gläubiger Mensch sein soll in Beziehung zu Gott. Also gab es da noch jemand anders, sozusagen? Gab es da jemand anders, den er dann da... Ja, natürlich. Okay, also gibt es... Ja. Das heißt dann aber, also nach meiner Logik, es gibt zwei Götter. Ja. Wenn Jesus sich niederwirft zu einem Gott und Jesus ist Gott, dann sind es ja zwei Götter. Als Mensch. Nein, nicht als Mensch. Nicht als Gott. Als Mensch hat er sich dem Vater unterworfen. Aber als Sohn Gottes von Ewigkeit her... ist er dem Vater gleich, so wie der Heilige Geist dem Vater gleich ist. Sohn, Heiliger Geist und Vater sind eins. Das ist ein Gott in drei Personen. Eine Frage an dich. Ja, mein Bruder. Wenn du eine Tat vollbringst mit deinen Händen, wer hat das vollbracht? Deine Gedanken, deine Wille oder dein Körper? Ja, ich weiß, auf was du hinaus willst. Also alles drei. Also, weil ich muss daran denken und ich muss es wollen und ich mache es. Ausführen, genau. Genau, ich muss es ausführen. Dann geht es über in den Körper, genau. Der Gedanke aber wird gefasst, durch den Willen wird... Der Gedanke geht ja in den Willen um über... Etwas. Ich spreche ja hier um etwas, weil guck mal, Gott, also was man als Verständnis haben muss, Gott kann alles. Gott kann alles, ist allmächtig und kann man nicht mit Menschen vergleichen. Ja. Weißt du? Und wenn dann Jesus sich
Und das ist ja da, wo ich mich auch die ganze Zeit frage, wenn er zu einem Gott gebetet hat, dann müsste es zwei Götter geben. Es kann aber nicht zwei Götter geben, weil sie sich dann... Beziehung. Ja, du musst die Trinität verstehen und du musst verstehen, dass ein Teil der Trinität der Sohn Gottes, der Ewigsohn ist, der Gottsohn. Sohn ist dann nicht Gott. Das heißt, Sohn kann man auch als Gesandter verstehen. Gott, ja, der Sohn, genau, kam jetzt auf die Erde. Genau, richtig. Der Sohn Gottes ist sowohl als Mensch als auch als Sohn Gottes. Das sind zwei, also es ist eine Person in zwei Naturen. Der Herr Jesus ist sowohl Sohn Gottes in der Ewigkeit als auch Sohn Gottes im Fleisch. Als Mensch. Beides, in beiden Titeln ist der Sohn Gottes. Okay, aber also, als Sohn Gottes, als Mensch hat er sich eingeschränkt in seiner Natur. Okay, guck mal, also um das einfach zu machen, das gibt's nur, es gibt einen Gott und der Gott da oben, der ist dann Mensch geworden und ist runtergekommen. Ja. Dann war keiner mehr oben gewesen oder wo Allah ist. Nein, war der Gott ist überall. Nein, in seinem, als Sohn hat er sich erniedrigt. Gott, wenn du zum Beispiel deine Zähne putzt, denkst du nicht gleichzeitig, wo du deine Zähne putzt, machst du nicht in deinem Kopf schon mal Pläne, Geschäfte gleichzeitig? Ich weiß, machst du nicht zwei Sachen gleichzeitig? Ich weiß, Bruder, das ist was anderes, aber ich kann nicht... Wenn du das weißt, warum verstehst du nicht, dass Gott dann auch allmächtig genug ist, dass er allmächtig genug ist, dass er sowohl im Himmel bleiben kann, als auch als Mensch kommen kann? Warum ist das... Verstehst du? Du strengst Gott mit deinem Verstand ein. Jetzt verstehe ich, jetzt habe ich verstanden, was ihr damit sagen wollt. Jetzt habe ich verstanden. Und deswegen sagt Allah sagt genauso wie ein menschliches Wesen in Sure 6, 101, wie sollte er einen Sohn haben, wo er doch keine Gefährte hat? Guck mal, was dieser Gott da sagt. Als ich noch Muslim war und mir diesen Vers betrachtet habe, ich musste schmunzeln. Ich musste lachen über Allahs, über diese Auffassungsvermögen von Allah. Guck mal, Bruder, ich bin nicht hier, weil ich hab zu wenig Wissen, um sie zu debattieren. Das waren nur wirklich Fragen. Es geht hier nicht um viel Wisserei. Wir sind alle unwissend. Mein Bruder ist unwissend, ich bin unwissend, du bist unwissend. Aber Gott, der Allmächtige, einen Moment bitte. Ja, bitte. Gott, der Allmächtige, sagt in Sure 6, Vers 101, dein Gott, Allah, fragt wie ein menschliches Wesen. Wie sollte ich einen Sohn haben? Er spricht zu den Menschen. Wie sollte ich einen Sohn haben, wo ich doch keine Gefährtin habe? Also er denkt, man muss ein Kind zeugen, damit man so ein Kind hat. Also er kann sich nicht ein Kind so einfach erschaffen. Guck mal, was er da sagt. Menschliches... Hast du den Koran bei dir? Du hast auch keinen Koran, bestimmt nicht, ne? Hast du einen Koran bei dir? Ich hab's auf mein Handy. Wo bist du? Bist du zu Hause? Hast du keine Möglichkeit, auf einen Koran zuzugreifen? Ich bin leider nicht zu Hause, ich bin auf der Arbeit, Bro. Ja. Ja, aber der hat in der Sure selbst. Ja. Ja, also ja, Allah spricht da wie ein menschliches Wesen, wie ein fehlbares Wesen und fragt einfach die Christen. So, er fragt die Christen: Hey, ihr dummen Christen, wie sollte ich einen Sohn haben, wo ich doch keine Gefährtin habe? Aber welcher Christ auf dieser Erde glaubt, dass Gott mit einer Frau intim werden musste, damit Jesus geboren wird? Das ist der größte Blödsinn, von dem ich je gehört habe. Wer hat also Mohammed mit so einer Lehre belehrt? Bei allem Respekt, Bruder, ich lass uns nicht über. Ja, siehst du, merkst du, du fragst Fragen, aber wenn man dir auf einmal komische Fragen stellt, dann denkst du auf einmal, oh, das ist aber wirklich problematisch. Nein, Bruder, weil Gott fragt einfach, wie so ein menschliches Wesen. Warte mal, Gott fragt einfach wie ein menschliches Wesen, wie sollte ich einen Sohn haben, wo ich doch keine Gefährtin habe? Das ist ein Mensch, der gerade fragt und nicht Gott. Wer hat also diesen Vers in den Koran reingepackt? Bruder, ich hab dir gesagt, Bruder. Nicht falsch verstehen mit einem, ich habe nichts falsch verstanden. Ich habe bei allem Respekt, Bruder. Ich habe auch nicht gedacht, das ist Quatsch, das ist dieses. Ich respektiere an, was ihr glaubt. Bruder, respektiere bitte an, was ich glaube. Weißt du? Ja, also glaubst du daran, dass Gott sozusagen wie ein menschliches Wesen fragt, wie sollte ich ein Kind haben, wo ich doch keine Gefährtin habe? Bruder, lass dir das mal nur durch die Zunge zergehen. Lass du das, denk mal darüber nach, was Gott da sagt. Findest du das nicht als problematisch an? Bei allem Respekt, ja, du sagst ja bei allem Respekt, ja, bei allem Respekt frage ich dich ja. Siehst du, erachtest du es nicht als problematisch, dass Gott so einen Satz einfach im Koran reinhaut? Dass eine Frau braucht, um ein Kind zu zeugen. Wir wissen, dass Gott allmächtig ist. Der kann aus dem Nichts einfach einen Sohn zeugen. Ja. Wer hat dieses Vers in den Koran reingepackt? Dass wir eine Frau brauchen, damit wir ein Kind zeugen. Ja, ihr lässt einen nicht reden, Achim. Was soll ich sagen? Ja, bitteschön. Da bitte ich.
Sure 6, Bruder, was du fährst, hast du gesagt? Sure 6. 101. Wie, jetzt auf einmal hast du einen Koran da? Ja, der ist wahrscheinlich jetzt in seinem Koran-App. Ach so, okay, alles klar. Okay. Ja, also du siehst, Reza und die anderen, dass Allah wie so ein menschliches Wesen einfach so eine Frage stellt. Wie sollte er einen Sohn haben, wo er doch keine Gefährtin hat? Warum spricht Allah in der dritten Person, anstatt zu sagen, wie sollte ich einen Sohn haben, wo ich doch keine Gefährtin habe, wenn das das direkte Wort Gottes ist? Erstens. Ja, ja. Und zweitens spricht ein Mensch einfach und fragt eine Frage, wie sollte er einen Sohn haben, wo er doch keine Gefährtin hat? Allein dieser Satz reicht uns schon, um zu beweisen, dass Allah nicht allmächtig ist und auch überhaupt gar keine Ahnung hat, an was die Christen da glauben. Das ist ein einziges Desaster, Mann. Absolut. Egal, wie man diesen Vers jetzt auslegen würde, das würde immer auseinander, also es würde keinen Sinn ergeben. Und das würde immer dem Islam den Boden unter den Füßen wegziehen. Amit, du hast doch Moslem gesagt. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Was bedeutet das? Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Gott wurde nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden. Nein, er hat keinen Anfang und kein Ende. Ahad heißt, er ist einer. Nein, Bruder. Qul huwa Allahu ahad. Gott ist einer. Dankeschön, Bruder. Qul huwa Allahu ahad. Was heißt Allahu samad? Was bedeutet denn Samad? Nein, was bedeutet Samad? Keiner weiß, was genau Samad bedeutet. Was bedeutet Samad? Es hat mehrere Bedeutungen, Barmherzigkeit. Es hat mehrere Bedeutungen, siehst du? Alles ist von ihm abhängig, er ist von nichts abhängig. Lem Yalid wa Lem Yulid. Er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Ja. Und jetzt? Ja, das widerspricht gerade, was du gesagt hast, dass Gott fragt. Nein, du hast schon wieder nicht verstanden. Und das hat der Gott des Islams auch nicht verstanden. Guck mal, mein Bruder. Das sind Sachen, wo man nachdenken muss. Das sind Sachen, wenn Allah so ein Vers sagt, dann heißt es für die Menschen, Allah zeugt nicht, Allah wurde nicht gezeugt. Allah hat keinen Gefährten, Allah ist allein. Warum sollte er einen Partner haben? Es geht nicht. Er sagt in Sure, guck mal, hast du die Sure gerade gelesen oder kommst du jetzt mit was ganz anderem um die Ecke? Hallo? Jetzt ist er wieder stumm geschaltet. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Du siehst also, wenn du die Sure 6, Vers 101 aufschlägst, merkst du, dass der Gott des Islams einfach wie so ein menschliches Wesen fragt, wie sollte er einen Sohn haben, wo er doch keine Gefährtin hat? Also ohne Gefährtin ist es allein nicht möglich, ein Kind zu zeugen, also ein Kind zu machen. Also ist er nicht allmächtig, wenn er eine Frau braucht, wie wir Menschen, na, guck mal, um Adam, ein Kind zu zeugen. Adam, hat Adam einen Adam? Okay, Adam, hat er Mutter und Vater? Nein. Okay, Jesus, hat Jesus einen Vater? Nein, der Gott ist ja sein Vater. Der hat genau, eine menschliche Mutter. Bei uns im Islam ist das Kun Faya Kun Prinzip. Sei und es ist. Wir glauben, dass Allah zu allem die Macht hat, wenn er muss nur sagen, sei und es ist. Weißt du, und Allah braucht keine Frau, weil das ist jetzt wieder, was ihr gerade sagt, ihr stellt euch vor, als wäre Allah ein Mensch oder vergleicht ihn mit einer menschlichen Gestalt. Ja, weil er selber in diesem Vers sagt, ich kann kein Kind haben, weil ich keine Frau habe. Ich brauche erstmal eine Frau, um ein Kind zu zeugen. Wie soll ich denn ein Kind zeugen, wo ich doch gar keine Frau habe? Der fragt, wie der Amish dir schon sagt, wie ein Mensch. Gott braucht keine Frau, um ein Kind zu zeugen. Wenn er will, sagt er einfach, wie du schon sagst, Kun Faya Kun, und es entsteht ein Kind. Genau. Ja, und es steht sofort vor deinen Augen, aus dem Nichts ein Mensch. Wenn er will. Ja. Wir Menschen, wir brauchen eine Frau. Weil wir nicht Gott sind. Ja, genau. Weil wir nicht Gott sind. Wir brauchen eine Frau, um ein Kind zu zeugen. Aber Gott ist erhaben über eine Frau Dankeschön. Zu haben. Und deswegen kann Gott nicht Jesus gewesen sein, weil Jesus wurde gestillt. Es geht um das Können. Du verstehst das nicht. Nein. Es geht um das Können. Kann, warte, ich frage dich. Kann Allah alles oder nichts? Oder nicht? Allah kann alles. Also kann auch ohne eine Frau ein Kind zeugen, richtig? Kann ohne eine Kun-Faya-Kun-Prinzip, Bruder. Also kann oder braucht er eine Frau oder kann auch ohne Frau? Er braucht gar nichts. Also...
kann er ohne eine Frau ein Kind zeugen, richtig? Genau, richtig. Wenn er will. Ja, und dann ist dann ein Widerspruch zu Suche 6, Vers 101. Allah sagt, ich kann kein Kind zeugen, weil ich keine Frau okay. habe. Okay, und du sagst jetzt, okay, danke schön, ganz kurz, okay, du sagst jetzt, Jesus ist Gott ja. und allmächtig, ja? Ja. Okay, warum wurde ihm die Windel gewechselt? Warum wurde er gekreuzigt? Oh, weil er Mensch wurde. Weil er Mensch wurde. Warum versteht die Muslime nicht? Aber er nicht mehr allmächtig. Doch, als Gott ist er immer allmächtig, aber als Mensch schränkt er sich ein. Dann ist er aber kein Gott mehr, Bruder. Dann doch, ist er kein Gott mehr. Es macht doch keinen Sinn. Du hast doch gerade gesagt, dass Gott alles kann. Kann er sich nicht selber einschränken? Du hast doch gesagt, Gott kann alles. Das ist doch nicht normal, ey. Oder Gott wird doch kein Baby und kriegt und. Ja, das ist in deinem Verstand geht das nicht da rein. Aber Gott kann alles. Er kann als Baby auf die Welt kommen. Ja, man kann sich natürlich alles schönreden, so wie ihr das gerade macht. Aber das macht doch keinen Sinn. Ja, du schränkst Gott ein, dass er nicht etwas kann. Und wenn du sagst, der Gott kann nicht etwas, dann ist er nicht allmächtig. Ja, genau. Gott kann alles und das verstehst du nicht. Okay, Gott kann alles und er hat sich dann als Mensch gemacht, wo er nichts mehr alles kann, aber hat dann wieder zu einem gebetet, der alles kann. Nein. Als Mensch hat er sich eingeschränkt. Das ist doch so. Er hat sich niedergeworfen. Wo hat er sich niedergeworfen? In seiner Gottheit kann er sich nicht einschränken. Da ist er ewig Gott. Aber in seiner Menschwerdung hat er sich eingeschränkt. Als Mensch war er eingeschränkt. Nicht als also Gott, waren da als ewiger Sohn Gottes ist er Gott. Also waren da in der Zeit zwei Götter da? Das ist doch nicht normal. Nein, Bruder, das macht keinen Sinn, was ihr da sagt. Eine Münze. Warte mal kurz. Eine Münze. Warte mal. Ja, jetzt höre ich mich auch doppelt. Eine Münze. Das ist doch nicht normal. Ja. Eine Münze. Wie viele Seiten hat eine Münze? Zwei, richtig? Aber es ist eine Münze. Und so ist es mit der Gottheit des Herrn Jesus Christus. Er ist Gott, das ist die eine Seite, Mensch auf der anderen Seite. Aber es ist ein Gott. Mit zwei verschiedenen Seiten. Gott und Mensch. Wenn du die Münze so drehst, dann siehst du die eine Seite. Wenn du die Münze andersrum drehst, dann siehst du die andere Seite. Aber beide Seiten kleben an einer Münze. Es ist dieselbe eine Münze mit zwei Seiten. Und die Muslime sagen, ja, guck mal hier, die Münze, die hat nur eine Seite. Das kann keine zwei Seiten haben. Dieselbe Münze kann nur eine Seite haben. 100-mal muss man denn sagen, nein, eine Münze kann auch zwei Seiten haben. Sogar, es gibt keine Münze ohne zwei Seiten. Das ist unglaublich. Die sagen, nein, euer Münze hat nur eine Seite. Die sagen, ja, nein, unsere Münze hat zwei Seiten. Da kommen die immer wieder mit Surat al-Ikhlas. Kullu Allahu Ahad, Allahu Samad, lange Yalit, lange Yalit, lange Yalit, lange Yalit, lange Yalit, diese Wort nicht gezeigt. Ja, das ist halt, weil da als Kind schon mit diesen Sätzen, ich kenne mich ja selber noch damit aus, als Kind wurden wir mit diesen Sätzen einfach durch Wiederholung, ja, Gehirn indoktriniert, das ist Indoktrination. Ja, genau. Und wir verstanden niemals die Bedeutung dahinter, wir haben das einfach nur wiederholt. Ohne darüber nachzudenken. So. Ja. Okay, Jungs, bin ich wieder. Ja, eine Münze. Wie viele Seiten hat eine Münze? Bruder, du vergleichst doch nicht gerade Gott mit einer Münze, mein Bruder. Das ist ein Beispiel, damit bitte. Du das verstehst, Mann. Ey, das ja, was für ein dummer Beispiel. Antworte mir mal. Eine Münze. Wie viele Seiten hat eine Münze? Zwei Seiten. Das heißt, also wenn du die eine Seite drehst, siehst du nicht die andere Seite, oder? Stimmt, ja. Aber trotzdem ist die andere Seite ja da, auch wenn du das nicht siehst. Eine Münze besteht immer aus zwei Seiten. Okay, mein Bruder, aber wir sprechen hier um Gott, um einer der Bruder. Hast du verstanden, dass eine Sache zwei Ebenen haben kann? Ich habe verstanden, Bruder, aber wie? Ich verstehe nicht, wie, wenn der Gott allmächtig ist, wie ist er zum Mensch geworden, wo er bedürftig wurde, wo Leute sich um ihn kümmern mussten, wo er nichts und dass er sich dann in diesem Zustand noch einen höhere Macht niederwirft. Weißt du, was ich meine? Das macht doch keinen Sinn. Ja, Nein, es macht keinen Sinn, wenn er das nicht selber ankündigen würde im Alten Testament.
Aber er hat das angekündigt. Oder in Sacharja 12, Vers 10. In Jesaja 9, Vers 5. Okay, Bruder, wie zum Beispiel. Er hat das angekündigt. Wo er gefragt wurde, wann ist Tag der Yom al-Qiyam, wann ist Tag der Abrechnung? Er sagt, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nur er, der liebe Gott. Ja. Wen hat er gemeint? Genau. Wen hat er gemeint? Hat er gelogen oder war er unwissend? Gott lügt nicht und Gott weiß alles. Wen hat er gemeint? Welche Seite von der Münze wurde gerade da dir gezeigt? Welche Seite der Münze hat er dir da gerade gezeigt, der okay, Herr? Er meinte, das weiß der Sohn nicht. Okay, sagen wir, er hat die menschliche Seite. Sehr gut, die menschliche Seite. Okay. Sehr gut. Okay, die menschliche Seite der Münze. Das heißt, aber die andere Seite ist immer noch da. Das heißt, da war, ja, er wurde gefragt, wann ist Tag der Abrechnung? Er sagt, das weiß weder ich noch die Engel im Himmel, das weiß nur der liebe Gott. Also ja. Gab es da jetzt noch jemand anders? Ja. Oder sonst hätte er gedacht, es weiß. Genau, als Mensch, also der hat die eine Seite der Münze den Menschen gezeigt. Genau, die andere Seite, dass er Gott ist, wurde ja gar nicht gezeigt. Aber die Münze besteht ja immer noch aus zwei Seiten. Okay, Bruder, guck mal, wir machen das mal. Okay, mein Bruder, Abraham, mit welcher Lehre ist Abraham zu den Menschen gekommen? Abraham ist überhaupt nicht zu Menschen geschickt. Abraham war eingeschränkt nur. Nein, der war nicht Prophet für den Menschen. Abraham war nur. Nein, das ist einfach der Vater von Israel, von Jakob. Abraham, okay, Noah war auch kein Prophet. Hat er nicht den Menschen gesagt, wie Flut und sowas? War Noah auch kein Prophet? Abraham war ein Prophet. Noah hat zu den Menschen gepredigt. Nein. Noah hat zu den Menschen gepredigt. Aber Abraham nicht. Was war seine Predigt? Es gibt kein, das ist islamisch, was du sagst. Der biblische Abraham ist ganz anders. Okay, der biblische Noah, was hat er den Menschen gepredigt? Betet Jesus an oder sagt, es gibt nur einen Gott? Sie sollen sich bekehren zum Gott, genau. Okay, Moses. Okay, Moses, Moses war ein Prophet, der zu den Pharaonen gekommen ist. Stimmt's? Was ist das erste Gebot, das erste Gebot, was Moses den Menschen in der Zeit gegeben hat? Das erste Gebot. Wir reden nicht von den 10, das erste Gebot. Du sollst Gott ehren. Es gibt nur einen Gott. Alleine ehren. Nein. Gott alleine ehren. Es gibt doch nur einen Gott. Genau. Nein, es gibt doch nur einen Gott. Gott. Und das ist der Gott Israels. Bruder, alle glauben an einen Gott. Außer, alle glauben an einen Gott. Also von dem wir heißt, außer das Christentum hat sich diese Trinität da irgendwie einfallen lassen. Die Juden glauben auch nicht. Nein. Lies mal Bruder. Bitte Psalm 110. Bruder, da sagt Gott, nein, du musst auch was lernen, wenn man dir was sagt. Du bist in deiner eigenen Show. Du kannst dich nicht einlassen auf jemand anderen. Du musst, wenn die Verse zeigt oder da musst du nachschlagen und dann mitgehen. Sonst bleibst du immer auf derselben Sache stehen. Der David sagt in Psalm 110 zu Gott Yahweh sagst du Yahweh, setze dich zu meiner Rechten, bis ich die Feinde unter Schemel deiner Füße lege. Da sieht man, dass in Gottheit. Ich zitiere, der Herr spricht zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Genau, Originaltext Hebräisch, Yahweh, Herr, Yahweh sagst du Yahweh, setze dich zu meiner Rechten. Hier haben wir schon mal zwei Personen innerhalb der Gottheit. Amen. Ja, dann ist er schon wieder weg. Er ist weg. Ja, ich glaube, der hat einen Anruf bekommen und hat gesagt, geh da raus oder so. Ja. Deswegen bringe ich ja immer dieses Beispiel mit der Münze, diese zwei Seiten ein. Ryan. Hi. Hallo? Hallihallo. Hi. Grüß dich. Wo sind meine 300 Euro? Wie geht's dir, mein Bruder? Wo sind meine 300 Euro?
Wo sind meine 300 Euro? Hast du Isam gefragt? Hä? Hast du Isam gefragt? Isam Bayan mit dem Video. Ja. Der Isam Bayan hat immer Sunna.com benutzt. Niemals im Leben. Niemals. Da kommt der gestern rein, sagt er, wenn Isam Bayan die Seite Sunna.com benutzt, ich gebe dir 300 Euro. Komm, wir laden den mal ein, der soll es mal sagen. Ja, warte, ich. Warte, ich guck mal. Kann man den überhaupt hier einladen? Warum? Der kommt nur in den Chat und schreibt irgendwas, dann geht er. Dann kommt hier nicht hoch. Warum? Ja, weil die islamischen Sachen, was der Amir dem um den Kopf werfen würde, der würde ihn komplett aus der Bahn werfen. Ja, aber das, was der Amir Ihnen vorliest aus dieser Sektenseite da in Amerika. Sektenseite, Rizal. 100.com, Sektenseite, Rizal. Das ist doch alles Fake, Rizal. Sunna.com ist die größte Seite, wo die ganzen Sachen gesammelt werden. Ja, von so islamischen Quellen gesammelt. Sekten. Das kann doch nicht wahr sein, was du da von dir gibst. Das ist eine von Muslime aufgestellte Seite mit sämtlichen Hadithen. Kein Muslim hat sowas aufgestellt. Nee. Kein Muslim stellt sowas auf. Du sagst, was in Sunna.com steht nicht in den Büchern der Muslime? Nein, steht nicht. Also mit dieser, zum Beispiel mit dem Brustgeben von erwachsenen Männern und so weiter, das steht nicht in den. Die schreiben das so ähnlich auf und tun dann ihren Senf noch mal dazu machen. Nur damit sie die Religion. Scheiße, also dreckig hinstellen. Also Sahih Bukhari und so weiter ist Dreck. Also du die sagst Sahih Bukhari und so weiter. Du musst schon zuhören, wenn ich dir was sage. Die Internet- also das heißt das, was. Okay, das heißt in den Büchern von Sahih Bukhari ist nicht das drin, was da drin steht in der Sunna.com. Und Sahih Muslim die und so weiter. Ja, aber nicht die Internetseite. Okay, was ist, wenn ich dir einen Beweis bringe aus den Büchern, dass da aus dieser Nein, aus deinen Büchern, nicht aus Internetseite. Guck mal. Dass das Busengeben von Frau zu einem erwachsenen Mann islamisch ist. Ganz kurz. Was machst du, wenn das da drin steht in deinen Büchern? Es gibt 350. Mag sein, dass da drin steht. Alles schön gut. Ah, jetzt darf aber mal sein. Was? Ja, also, dann mach das doch mal. Diese Sache mit Brust geben. Fremde Menschen. Machst du das? Lass mich nochmal kurz ausreden. Ja, aber du musst mir. Nein. Du musst mir sagen, ob du bereit bist, sowas zu machen. Dass du deine Frau. Also, du würdest deine Frau, fremde Männer, ihre Brust zum Nuckeln geben. Du redest von mir, jetzt redest du von Frauen. Ja, natürlich, du bist doch Moslem. Wer sagt, dass ich Moslem bin? Ach so, ja gut, da musst du sagen, was du bist, dann kann ich anders mit dir reden. Aber wenn du, ich habe gedacht, du bist Moslem. Natürlich ist der Moslem, der lügt, Mann. Mei, sag doch mal, bist du Moslem oder nicht? Hör auf, die Leute sind verändert. Unehrliche Menschen, hab ich keine Ehrlich, das wäre zum Kindergarten, zum Glück. Wie der hin und her springt, wenn man den packt, ja, wenn man ihn in die Ecke. Er will sich nicht fangen lassen. Er weiß, dass sich diese ganz ekelhaften Bestandteile in den Hadith befindet. Aber er greift seine eigenen Schriften an. Merkst du das? Man muss einmal dieses Buch kaufen, egal von Sahih Muslim oder Bukhari, wo das steht, mit dem hier Brust geben und dann einfach kopieren, fotografieren und dann immer bereit halten, wenn die Muslime dann anrufen und sagen, nein, das steht nicht in unseren Büchern. sofort vor ihnen halten. Das Buch. Naja, und dann haben die keine Ausrede mehr. Naja, wenn du mir nicht dran, du hast auf deinen Propheten und auf Allah, auf alles geschworen. Auf alles, was geheilig ist. Wenn ich sage, naja, Sunna.com, jetzt musst du mir 300 Euro geben. Ich werde dir mein Paper schicken. Ich sage, ich gebe 300 Euro für dich.